etwas schwieriger zu werfen, aber meistens steht der Torhüter ja nun genau an dem anderen Pfosten, deshalb muss man dahin werfen. Und das ist wieder eine einfache Finte, die Abwehr rückt raus, der zweite rückt nicht nach und sie ist durch zum 27:15. Jetzt sehen wir das, sie haben sich erst als 3-3 aufgestellt und dann jetzt doch mit einer leichten Manndeckung, nenne ich das mal, so ganz aggressive Manndeckung, sieht glaube ich noch ein bisschen anders aus. Ja, bei einer aggressiven Manndeckung würde man quasi seinem Gegenspieler auf die Füße treten, damit er sich nicht vorwärts bewegen kann. Das ist natürlich nicht möglich. Wenn sich der Angriff entsprechend bewegt, ist meiner Meinung nach eine Manndeckung ziemlich schwierig. Also man kann eine Manndeckung immer durch viel Laufen ohne Ball auflösen. Ich habe nur festgestellt, dass Manndeckung oftmals zu einem, gerade im Spiel, am Ende des Spiels, zu viele Spiele schon gekippt hat, sehr, sehr viel damit erreicht wurde. Habe mich schon mal gefragt, wenn man das trainieren würde, könnte man das ein ganzes Spiel machen? Man könnte das. Es ist sehr, sehr Kraftraum, wie ich schon gesagt habe. Ich persönlich habe das noch nicht erlebt, dass das wirklich Erfolg gebracht hat, weil, wie gesagt, wenn die angreifende Mannschaft clever ist und läuft, dann hat die Abwehr dann keine Chance, das irgendwie zu reißen. Jule Schiller mit dem 28:15 eben noch als Nachtrag. Da hat die Manndeckung jetzt den ersten Erfolg getragen. Der Konter läuft, Dube, Tor. 29:15. Würde mich interessieren, wir haben vorhin darüber gesprochen, 7 Meter halb hoch geht gar nicht. Wie ist das beim Konter? Beim Konter ist das ein bisschen anders. Da kann man potenziell erstmal überall hinwerfen. Man hat ja mehr Zeit, um zu gucken. Man kann den Wurf schön ausspringen. Der Torhüter bewegt sich meistens in irgendeine Ecke oder springt hoch oder nimmt ein Bein hoch. In irgendeiner Form bewegt er sich auf jeden Fall. Und man hat einfach diesen Moment des Sprunges Zeit, um zu gucken, was macht der Torhüter. Und dann kann man braucht auch nicht scharf werfen, man kann ihn einfach reinlegen und dann kann man auch halbe Höhe werfen. Das ist jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, eine 3-2-1-Formation bei Schwerin. Im Moment bin ich mir da nicht so einig, was das eigentlich so ist. Es ist natürlich schwierig, weil der Kreisläufer, der angreifende Mannschaft von Perleberg, steht natürlich hinten. 3-2-1 bedeutet ja eigentlich, dass der Deckungsspieler dem gegenübersteht, am nächsten gegenübersteht, der den Ball hat und die beiden Nachbardeckungsspieler mit aufrücken. Das habe ich jetzt so deutlich nicht rausgesehen. Ja, aber der Konter hat zumindest funktioniert. Ich sehe nur, dass sie ein wenig gestaffelt stehen in der Schweriner Abwehr und bin der Meinung, dass es 3 weiter hinten sind. Man sieht es hier an der 17 und an der 5 von 17 von Schwerin. Das ist eine Manndeckung auf jeden Fall gegen die 5. Bei dem anderen muss ich jetzt gerade mal gucken. Ja, das kommt dabei raus, wenn man nicht auf den Trainer hört. Cindy Wagner mit dem Treffer zum 30:16. Der Trainer sagt, geh auf die Wurfhandseite und sie steht auf der anderen. Das war jetzt Spielerecke, sag ich mal. Also die Spielerin hat in ihre Ecke geworfen. Die Abwehr hätte eigentlich dort blocken müssen und der Torhüter hat dann das Nachsehen. Das ist auch eine Anweisung, die ich beim Handball auch noch nicht gehört habe. Im 1:1 mal einen 7 Meter rausholen. Was sagt man da als Schiedsrichter dazu? Es ist ein bisschen schwierig, weil man das natürlich nicht beeinflussen kann. Da muss der Abwehrspieler natürlich auch mitmachen. Ne? Sonst kann man den 7 Meter nicht kriegen.
sind die Wagner wieder aufgepasst. Jetzt hat sie die Möglichkeit, da ist sie durch. Macht das Tor 30 zu 17. 1,5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Dube bricht da ab. Die Bank stimmt dem nicht ganz überein. Die Bank hätte da gerne durchgezogen gesehen. Wie siehst du das? Ich glaube, sie ist Rechtshänderin, von rechts ist das immer schwierig und man macht nichts falsch, wenn man mal abbricht. Besser als den Ball wegzuwerfen. Theresia Meissner jetzt mit dem Treffer zum 31 zu 17. Und der Trainer holt jetzt seine Mannschaft noch weiter vor. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine richtige Manndeckung. Und da wird jetzt technischer Fehler abgepfiffen. Und der Nachwurf dann drin. Und Schiller mit dem 33 zu 17, 20, 15 Sekunden noch auf der Uhr und wir spielen weiter mit Manndeckung bei Schwerin. Und die Perleberger tun sich sehr schwer damit. Es ist auch keine Bewegung im Spiel der Gäste. Genau, das ist der Knackpunkt. Die Spieler ohne Ball bewegen sich zu wenig oder verstecken sich hinter ihren Gegenspielern. Das macht natürlich dann keinen Sinn. Und Cindy Wagner mit dem Schlusspunkt zu dieser Partie. 33 zu 18 für Grün-Weiß-Schwerin. Ich bedanke mich dafür für die kompetente Beratung während des Spiels, für die Erklärung. Das hat sehr, sehr viel aufgeklärt und damit freuen wir uns auf die Saison, wenn es losgeht am nächsten Wochenende hier in der Reiferbahn. Vielen Dank. So, das Spiel ist vorbei. Schwerin gegen Perleberg 33 zu 18. Musste nochmal auf Nummer sicher gehen. Erstmal wende ich mich an den Sieger, an Steffen. Letzte Vorbereitungsspiel erfolgreich abgeschlossen. Gehst du jetzt zufrieden in die Saison? Nein, noch nicht ganz. Also wir haben in der ersten Halbzeit noch zu viele einfache Fehler gemacht. Ich denke, die Fehlerquote ist einfach noch zu hoch für das Ganze, was uns da nächste Woche erwartet. Mit der zweiten Halbzeit kann ich annähernd zufrieden sein. Wir haben ein bisschen Tempo gespielt. Ich denke aber auch, das sind die nachlassenden Kräfte einfach von Perleberg gewesen, wo man dann auch einfach den Klassenunterschied dann merkt. Mussten wir einfach agieren. Ich habe ein, zwei Spielerinnen, die mir heute gefallen haben. Wir haben viel probiert wieder. Und ich sage mal, das im Großen und Ganzen gehen wir gut vorbereitet rein, aber nicht mit der Leistung. Ja, auf der anderen Seite Perleberg, er sprach von Klassenunterschied, das sind doch ein paar. Kann man damit 33-18 zufrieden sein? Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, weil wirklich geht schon los. Kommen hier an, die Hälfte stehen noch im Stau. Das ist natürlich auch noch wieder ein psychisches Ding. Sonntag mag nicht jeder wirklich unbedingt spielen. Im Großen und Ganzen bin ich soweit zufrieden. Ich meine, Konditionen haben wir nachher auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit nicht mehr mithalten können, definitiv nicht. Was jetzt schlimm ist, dass ich die Leute halt nie immer zum Training kriege wegen Arbeiten, dass sie vollständig sind, das kriege ich nicht auf der Reihe. Also von daher versuche ich eigentlich mein Bestes zu machen, was eigentlich geht. Ich muss mich selber auf meine Liga natürlich auch noch konzentrieren, dass ich in der Hinsicht nicht wirklich viel Zeit habe. Und die Zeit, die ich habe, die nutze ich dann aber auch dafür, dass ich dann die Frauen trainieren kann. Wie viele Frauen seid ihr? Wie groß ist der Kader? Also wir haben eigentlich einen ziemlich kleinen Kader. Und zwar sind wir, ich habe jetzt wieder eine neue Spielerin noch. Wir sind jetzt bei 12 Leuten. Dann geht's los für euch wann? Nächste Woche Sonntag in Wittstock. Und das erste Heimspiel ist dann wann? Darauf das Wochenende auf dem Samstag 25. gegen Union Neuruppin. Und wo findet man euch dann? Ja, in der Rolandhalle Perleberg. Steffen weiß ja auch, wo das. Ja, Rolandhalle Perleberg. Spiel von den Frauen wird um 16 Uhr sein. Männer spielen danach, 18 Uhr.
Steffen, was mich mal interessieren würde, man hat zum Ende des Spiels auf der Perleberger Seite die Nummer 50, Cindy Wagner, ein bisschen rausgeguckt. Da lief noch was. Kannst du die gebrauchen für deine Mannschaft? Okay, Spieler können wir immer genug gebrauchen. Wobei ich momentan mit unseren Kaderplanungen abgeschlossen habe. Ich hoffe, dass wir morgen nochmal zwei Neuzugänge vorstellen können, die unter der Woche bei uns mittrainiert haben. Ich bin da frohen Mutes, dass wir das okay von den Spielern dafür bekommen und auch vom Verein. Und klar, man muss sich immer umschauen. Wir müssen einen breit gefächerten großen Kader haben, gerade für die Liga, wo auch nicht alle, wir arbeiten eben halt nicht professionell, wo die Arbeit immer im Vordergrund steht. Und ich denke auch, dass deswegen ein, zwei Spieler, Wechselalternativen mehr besser sind, als wenn wir ans letzte Jahr zurückdenken, da hatte ich sechs Leute im Kader, musste man aus der B-Jugend auffüllen, dass das natürlich ganz andere Voraussetzungen sind. Ja, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine von den Schwerinerinnen mitzunehmen, wen würdest du mitnehmen? Alle? Nein. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht genau darauf geachtet. Ich habe eigentlich mehr so auf meiner Mannschaft geachtet, was man verändern muss oder was zu verändern ist. Und da habe ich mich jetzt nicht, ich meine, für mich haben sie alle fast konstant gespielt. Steffen sieht es anders. Auf jeden Fall ist meiner Meinung nach, wir brauchen kannst du ihn. Ne? Aber ja gut, dann auch wenn wir unsere Spielerinnen hier in Schwerin natürlich nicht abgeben wollen. Weil wir sind nächste Woche wieder hier, wenn es dann losgeht gegen Doberan. Wünschen wir euch trotzdem viel Erfolg für die Saison. Viel Spaß auch, vor allen Dingen in der Kreisliga dann bei euch. Und dass wir uns dann demnächst mal wiedersehen hier in Schwerin in der Reifenbahn. Vielen Dank. Ja, und Steffen, noch ein kurzer Ausblick. Jetzt geht es nächste Woche endlich los. Kannst du es noch erwarten und was erwartet uns hier gegen Doberan? Also was ich nicht mehr, oder ich kann es erwarten, auf jeden Fall. Ich bin frohen Mutes, was die Saison anbelangt. Wir haben jetzt 10 Wochen Vorbereitung hinter uns und ich kann auch wirklich Vorbereitung nicht mehr hören. Ich hoffe, bin froh, dass es jetzt wirklich in den Spielbetrieb losgeht, dass wir nochmal eine Steigerung hinlegen müssen, gerade in der Trainingsarbeit diese Woche, um eben halt hochkonzentriert, hochdiszipliniert nächste Woche gegen unseren Gegner zu agieren. Wir wollen mit einem Sieg starten. Das wäre der erste Pflichtspielsieg seit 1,5 Jahren für uns, für diese Mannschaft. Das ist extrem wichtig. Also je besser wir in die Saison reinkommen, das sage ich immer wieder, desto schneller haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun. Das muss unser Ziel sein, dass wir schnellstmöglich damit nichts zu tun haben. Diese junge Truppe muss noch viel, viel lernen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das hat man heute auch schon gemerkt. Die körperliche Reife einiger Spielerinnen ist im Frauenbereich anders. Das kennen wir aus dem Jugendbereich noch gar nicht so. Und da wir eben halt 2/3 fast nur Jugendspieler haben, ist es wichtig, dass wir hochkonzentriert daran gehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Sonntag. Ja, dann wir freuen uns auch auf Sonntag. Wir sehen uns dann Sonntag wieder, wenn es heißt Grünwald Schwerin 2 gegen Bad Doberan. Wir freuen uns darauf und ich hoffe, Sie freuen sich auch und Sie schalten dann wieder ein zu Sport in Schwerin.